Kommen wir jetzt also mal bei Nax Ramas zu den klassenspezifischen Herausforderungen. Ja, das eine ist eine Druiden-Challenge, das andere eine Rogue-Challenge. Fangen wir erstmal mit der Druiden-Challenge an hier. Build a deck to counter the boss you are going to challenge. Be prepared. Ja, das sind wir. Den Heroic-Modus werde ich ja auch noch machen. Insofern. Die hat so einen langen Namen. Ja, wir müssen jetzt besiegen. Mit unserem. Ja, mit dem Druiden. Defender, also von den Karten, die wir gerade eben hatten, brauchen wir erstmal keine. Wir brauchen erstmal möglichst günstige Karten. Ich kann natürlich auch nicht sagen, was hier in dem Deck ist. Ein bisschen schwer hier. Okay, haben wir jetzt einen Stone Skin Gargoyle gezogen und einen Haunted Creeper. Claw haben wir, das sparen wir uns mal auf, falls wir was töten müssen. Sowas wie den Undertaker. Ich entscheide mich aber jetzt erstmal für den Haunted Creeper. Ja, einen Hogger haben wir auch noch hier. Der Gegner coint jetzt erstmal was. Was wird gecoint? Ja, coint jetzt hier einen Dark Cultist. Sein Minion bufft dementsprechend auch rauf. Wir haben Gargoyle und ja, nutzen hier erstmal Claw und unsere Hero-Fähigkeit, um hier den Undertaker platt zu machen und greifen dann einmal mit unserem Haunted Creeper an. Wir müssen schließlich auch die Runde gewinnen. Wir haben ja einmal Swipe noch auf der Hand, Power of the Wild. Benutzen jetzt hier das Swipe, um die Dancing Swords zu vernichten und ziehen nochmal einen Swipe. Haben auch noch den Stone Skin Gargoyle. Ja, kriegen jetzt wieder direkt einen Schaden gedrückt. Die Poison Seeds kriegen wir hier auch. Ja, die bieten sich jetzt eigentlich ziemlich an. Wobei ich halt zuerst noch mit meinem eigenen Minion angreife, um das hier nicht zu verlieren. Jetzt die Poison Seeds, damit verfallen halt die Effekte. Das Death Rattle geht hier eben nicht durch. Ja, ich habe 2-1-1er und den Treant. Jetzt kommt das Rain of Fire. Das ist natürlich nervig. Cleart hier alles, macht mir einen Schaden. War an dieser Stelle ziemlich strong. Ja, unser Gegner zieht hier nochmal eine Karte mit dem Battle Rage. Könnte jetzt eigentlich mal Spell Damage Plus gebrauchen. Keine Ahnung, ob das unser Deck hergibt. Aber das wäre jetzt gerade mal ziemlich gut. Okay, wir haben Echoing Ooze. Den können wir auf jeden Fall spielen. Und dazu ein Stone Skin Gargoyle. Die buffen wir nächste Runde beide hoch mit dem Defender of Argus. Je nachdem, wie viel er hier wegnimmt jetzt. Also bisher hat er sich da immer recht vorsichtig gehalten. Insofern schätze ich mal, dass er das immer noch machen wird. Okay, Inner Rage kommt hier auf. Das Nerubian Egg, okay. Und da würden wir natürlich gerne den Effekt wegnehmen, aber wer weiß, ob das was wird. Ja, ziehen jetzt selber ein Nerubian Egg, okay. Mit dem Defender of Argus buffen wir uns hier erstmal ein bisschen hoch. Ja, damit können wir weiter unsere Minions buffen. D3 Damage to your Hero. Nutzen wir mal nicht aus. Ich greife erstmal mit allem an. Den Gargoyle benutze ich auch erstmal zum Angriff. Selbst wenn jetzt die Hero-Fähigkeit kommt, brauchen wir erstmal nicht ganz so viel fürchten. Ja, das Nerubian Egg fällt. Rain of Fire kommt jetzt auch nochmal. Gut, tötet bei uns aber nichts. Unser Gargoyle lebt noch, könnte diese Runde aber sterben oder wird diese Runde leider sterben. Gut. Gargoyle stirbt, Acid Swamp Ooze stirbt auch, der 4-4er ist nach wie vor leider da. Wir haben aber selber einen Nerubian Egg und können hier mit dem Swipe nochmal Damage machen. Ansonsten machen wir natürlich auch direkt Schaden. Hier kommen irgendwelche Steam-Nachrichten rein von einem Kollegen. Das wird natürlich erstmal beantwortet. So, weiß der auch Bescheid. Jetzt spielen wir mal Hogger.
Und den Stone, den Stone Skin Gargoyle und können einmal angreifen nochmal. 8 Leben haben wir noch, eine Karte nur, das ist gar nicht so schlecht. Haben wir jetzt hier den Gnoll mit Taunt. Kriegen hier nochmal einen Damage durch Fähigkeit. Ja, haben jetzt gewonnen, können jetzt hier nochmal Naturalize ziehen. Unser Nerubian hochbuffen, Fähigkeiten benutzen und dann dementsprechend finishen. Entschuldigung, falls euch die Steam-Töne nerven. Ich habe das jetzt hier nicht vorher ausgemacht. Einfach aus dem Grund, dass ich das nicht schlimm finde, wenn es mal zwischendurch pinkt. Ja, wir kriegen jetzt hier die Druidenkarte Poison Seeds, die wir auch schon benutzen konnten. Und haben diese Challenge auf jeden Fall schon mal abgehakt. Ja, für als Rogue kriegen wir eine den Anubar Ambusher. Ist auch gar nicht so eine schlechte Karte. Können wir auch benutzen in einem Rogue Deck. Also ich finde die Karte auf jeden Fall nicht schlecht. Aber das hängt ja auch immer von den Spielern ab. Ja, ich habe jetzt hier Alexstrasza, Low Tap. Und ein Stampeding Kodo. Lege ich alles ab, brauche ich noch nicht. Viel zu teure Karten. Ich weiß aber auch nicht, wie das Deck aussieht. Okay, das sieht doch schon mal besser aus. Turn 2 können wir hier auf jeden Fall den D4s Ringleader. Ja, wobei. Ist fraglich, ne? Wir müssen halt erst eine Karte spielen, dann den Ringleader. Ja, nehme ich mir jetzt erstmal hier das Spiderling weg. Den Webspinner. Dadurch kriegt er eben anderes Biest. Man weiß noch nicht, was das ist. Okay, hier kommt Shade of Naxxramas. Das wird der nächste Runde wahrscheinlich wieder revealen. Hat er bis jetzt immer so gemacht. Und das will ich jetzt erstmal nicht riskieren, so gerne. Deswegen heile ich mich erstmal hoch. Auch wenn das hier ein bisschen zu viel ist, aber. Ich kann den notfalls noch mit Shadow Step zurückholen. Ja. Habe jetzt hier einen Echoing Ooze. Den spiele ich natürlich. Und den D4s Ringleader. Den Shadow Step behalte ich mir erstmal auf der Hand, weil ich mir damit auch noch den Echoing Ooze verdoppeln kann. Aber was ich jetzt mache, ist, dass ich schon mal das Shade of Naxxramas rausnehme. Habe jetzt hier noch einen zweiten Echoing Ooze. Ja, kann auch gleich noch einen dritten erzeugen. Okay, unser Gegner spielt hier auch einen Anubar Ambusher. Könnten wir im nächsten Turn auch. Ja, da benutze ich erstmal die Heldenfähigkeit. So. Jetzt ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass wir einen von unseren Minions treffen und er hoffentlich in was Stärkeres verwandeln. Okay, das ist nicht ganz so tragisch. Ja, dann greifen wir erstmal mit allem an, was wir haben. Benutzen dann nochmal Shadow Step, um uns den Echoing Ooze zurückzuholen. Und spielen den dann auch gleich nochmal. Ja, also Board Control ist auf jeden Fall gerade bei uns. Also können wir erstmal nichts dagegen sagen. Mein Control Tech ist jetzt natürlich ein bisschen schade, dass wir den nicht hier besser einsetzen können, aber wir spielen erstmal den Gnomish Adventurer, sodass wir noch mal eine Karte ziehen können. Okay, kriegen hier einen Razor Fan Hunter. Müssen jetzt alles aufwenden, um seinen Minion zu töten. Insofern lassen wir das erstmal. Ja, unser Gegner kommt hier wieder mit einem Emperor Cobra. Und ein Direwolf hat jetzt dementsprechend 4 Minions. Das heißt, der Mind Control Tech lohnt sich auf jeden Fall. Mal gucken, was dabei rauskommt. Okay, wir kriegen den Direwolf Alpha, das ist schon mal ganz cool. Könnten jetzt hier den Sludge töten, aber noch nicht das, was rauskommt. Doch, auch das, was rauskommt, kriegen wir tot. Insofern machen wir hier mal ein Go. So, jetzt auch das, was rauskommt, weg. Los.
Und können auch mal unsere Hero-Fähigkeit benutzen. Ja, wir setzen hier unserem Gegner schon ordentlich zu. Ja, verlieren jetzt hier unseren Direwolf Alpha. Das ist ein ärgerlich. Haunted Creeper ist raus. Von unserem Gegner. Defender of Argus haben wir jetzt. Na, den setzen wir mal zwischen dem Mind Control Tech und einen der Usis. Einen der schwächeren Usis, beziehungsweise den schwächsten. Traden wir jetzt auch, damit er eine Karte auf der Hand zurückkriegt. Und können dann selber auch mal unseren Ambusher spielen hier. Angegriffen haben wir. Machen aber jetzt nochmal 7 direkten Damage. Ja, kriegen jetzt hier ein Necrotic Poison. Und nochmal ein Swamp Ooze zurück. Okay, leider ohne Effekt jetzt. Ja. Ist eigentlich gar nicht so schlimm. Und dass er die hier alle raushaut. Wir lassen die einfach am Leben, weil die so gar nicht so stark sind. Card Draw haben wir noch. Ich schätze mal nicht, dass er jetzt irgendwelche starken Zauber hat. Insofern lasse ich das mal stehen. Ich spiele soweit wieder das, was ich kann. Greife an und benutze nochmal meine Hero-Fähigkeit. Um hier wieder und wieder angreifen zu können. Hier kommt noch ein Haunted Creeper. Immer mehr Haunted Creepers. Alles klar. Okay, jetzt muss ich die Savaging Hyena auf jeden Fall schnell wegtraden. Weil die sonst ziemlich strong wird. Ja, hier kommt ein Rap. Wir haben wieder einen Echoing Ooze. Ja, können nach wie vor nicht die Stampede Kodo spielen, aber nutzen jetzt mal hier Low Tap. Ja, ein Minion nehme ich mir weg, damit ich Platz habe zum Verdoppeln. Ansonsten greife ich wieder an und gleich das Mana überhaupt, kann ich auch meine Hero-Fähigkeit benutzen. 12 Schaden liegt auf dem Feld, 17 Leben haben wir noch, Gegner keine Karten mehr, wir haben immerhin noch einen Stampeding Kodo und einen 5-5er. Er spielt jetzt hier alles raus und klatscht sein Board voll wie sonst was. Spielt noch einen Rap, gibt uns den Boar noch auf der Hand. Gut, hat er bisher immer gemacht. Wir haben wieder mal einen Echoing Ooze, können jetzt hier das Stampeding Kodo aber spielen, um einen Spiderling rauszunehmen. Fangen jetzt hier auch an, die Spiderlings zu entfernen, so dass unser Load Hab am Leben bleibt. 2, 3, okay, können jetzt hier nur den Boar spielen, weil für den Echoing Ooze kein Platz mehr wäre. Kriegen wieder ein Web Rap und einen Nerubian Egg entgegengeworfen. Ja, das Nerubian Egg reincarnated er sofort. Aber wir haben jetzt auch die Challenge gewonnen. Wir haben noch genug Schaden auf dem Board. Ein Voodoo-Doktor hält uns hier noch rauf. Dann gönnen wir uns mal den Spaß. Zack, zack. Und können dann jetzt beenden. Und haben auch die zweite Class-Challenge geschafft. Also die Class-Challenges finde ich, und die beiden fand ich jetzt gar nicht schwer. Mal gucken, wie die noch im Laufe von Nax Ramas werden. Ansonsten, falls ihr eingeschaltet habt, bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Einschalten. Und ich hoffe, ihr guckt euch dann auch die letzte Episode an. Die Heroic Episode, in der ich dann das Ganze einmal in Heroic durchspielen werde. Bis denn.